Begrüßen Sie mit mir den Mufti aus Südserbien, Mufti Muammer Zukorlić. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Zahvalan sam svevišnjem gospodaru svjetova što me je počastio da danas budem ovdje sa vama. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Alabama, des Barmherzigen. Friede und Segen sei auf seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Gesandten. Ich bin Allah dankbar und es ist mir eine Ehre, heute hier zu sein. Svjedoci smo veličine naše vjere koja nas je evo danas ovdje okupila. Wir sind heute Zeugen unserer Religion, unseres Glaubens, welche uns heute hier an diesem Ort versammelt hat. Kao što vidite, različiti smo po naciji, jeziku, kulturi, ali ima nešto što je zajedničko. Wie ihr seht, sind wir verschieden, aus verschiedenen Nationen, Kulturkreisen, aber es gibt eine Sache, die wir gemeinsam haben. To što nas je okupilo danas ovdje važnije je od boje kože, nacije i jezika. Das, was uns heute hier versammelt hat, ist wahrlich wichtiger als die Hautfarbe, die Sprache und das, was uns hier versammelt hat. To je Islam. Das ist der Islam. To je naša zajednička vrijednost. Das ist unsere gemeinsame, unser gemeinsames Ziel. O Islamu se može govoriti puno. Über den Islam kann man viel sprechen. A ja bi izdvojio jedan hadis Allahovog vjerovjesnika alejhi salatu vesselam. Und ich würde gerne speziell einen Hadith rezitieren unseres Propheten Muhammad sallallahu alejhi wasallam. Khairun nasi man yanfa'u an-nasa, sharrun nasi man yadurru an-nasa. Najbolji čovjek je onaj koji koristi ljudima, a najlošiji čovjek je onaj koji nanosi štetu ljudima. Das ist der Hadith vom Prophet sallallahu alaihi wasallam. Der beste Mann ist der, der dem Volk nutzt, und der schlechteste ist der, der dem Volk schadet. Uzvišeni Allah nam je propisao pet stubova Islama. Der allmächtige Allah hat uns fünf Pfeiler bzw. fünf Säulen des Islams vorgeschrieben. Shahadet, Namaz, Post, Zekat i Hajj. Das ist das Salah, das Gebet, das Fasten, der Zekat, die Hajj. Mnogi misle da tu Islam završava. Viele denken, dass dort schon der Islam bei diesen Pfeilern aufhört. Ali zapravo tu Islam počinje. Doch wahrlich dort fängt der Islam an. Plodovi Islama se ne mjere u džami. Die Früchte des Islam bzw. die Gabe des Islam wird nicht an den Moscheen gewessen. U džami se napaja naša duša i naša ličnost. In den Moscheen wird unsere Seele und unsere Persönlichkeit erfüllt. Plodovi Islama se mjere izvan džamije. Jedoch, das Resultat
beziehungsweise die Früchte des Islam werden außerhalb der Moscheen gemessen. U porodici. In der Familie. Na poslu. Auf der Arbeit. Na ulici. Auf der Straße. U komšiluku. In der Nachbarschaft. I na svakom mjestu gdje se čovjek nađe. Und auf jedem Ort, wo sich der Mensch zu finden vermag. Tu se mjeri naš Islam. Dort misst man unseren Islam. Od muslimana se može imati samo korist. Vom Muslim kann man nur Nutzen haben. Muslimana svi žele pored sebe. Den Muslim wünscht sich jeder neben sich zu haben. I muslimani i oni koji to nisu. Muslime wie auch die, die nicht Muslime sind, beziehungsweise die nicht Muslime. Jer pravi musliman samo čini dobro. Denn der richtige Muslim tut wahrlich nur Gutes. A nikada i nikome ne čini zlo. Und nie und niemand tut er Böses bzw. Schlechtes jemandem an. Oni koji čine zlo u ime Islama nisu muslimani ili nisu dobri muslimani. Die, die Schlechtes tun im Namen des Islam, sind entweder keine Muslime oder sehr schlechte Muslime. Oni koji čine zlo u ime Islama nanose štetu svima, a i samome Islamu. Die, die das im Namen Allahs Islams angeblich tun, die verrichten nur Schaden über andere, wie auch über sich selbst. Zato sam radostan što sam danas upoznao jednu pravu zajednicu muslimana. Deswegen bin ich sehr erfreut, dass ich heute hier eine wahrlich richtige und aufrichtige Gemeinschaft der Muslime gefunden habe. Muslimana pravoga i srednjega puta. Die Muslime des richtigen und des mittleren Weges. Oni koji vjeruju Allahove riječi koje glase. Die an Allahs Wort glauben, welches lautet: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Mi smo te Muhammede poslali iz milosti prema svjetovima. Und wir haben dich, Muhammed, aus Barmherzigkeit zu den Menschen gesandt. Da, Islam, Kur'an i poslanik Muhammed alejhi selam su milost za sve svjetove. Denn wahrlich, der Islam, der Koran und Mohammed sind wahrlich Barmherzigkeit für die ganze Welt. Milost muslimanima i milost nemuslimanima. Als Barmherzigkeit für die Muslime und die Nichtmuslime. Milost svim živim i neživim bićima. Als Barmherzigkeit gegenüber allem Lebendigen und Nichtlebendigen. Jer tamo gdje je Islam, tamo je milost. Denn dort, wo der Islam ist, dort ist auch die Barmherzigkeit. Baš zbog tih vrijednosti mi se ne stidimo da kažemo mi smo muslimani. Gerade aufgrund dieser Werte schämen wir uns nicht zu sagen, wir sind Muslime. I evo smo danas. Und wir sind heute da. Zbog toga ovdje da dostojanstveno kažemo da smo muslimani. Und wir sind heute hier, um mit Würde zu sagen und zu zeigen, dass wir Muslime sind. Vi imate pravo na radost što ste muslimani. Ihr habt das Recht auf die Freude, dass ihr Muslime seid. Ali i država Švicarska ima pravo da se raduje što ima muslimane. Aber auch dieses Land, die Schweiz, hat das Recht, sich zu freuen, dass sie Muslime hier hat. Jer će muslimani u državi Švicarskoj raditi samo dobra djela i boriti se protiv loših djela. Weil die Muslime in der Schweiz nur Gutes tun werden und sie gegen die schlechten Taten kämpfen werden. A to je dobro za sve građane Švicarske i za samu državu Švicarsku. Und das ist wahrlich nur Gutes für alle Bürger dieses Landes der Schweiz und für die Schweiz als Ganzes. Mi znamo da Švicarska država nije vaš neprijatelj. Wir wissen, dass die Schweiz nicht euer Feind ist.
I jedna greška koju je napravila ova država nije dovoljna da mi pomislimo da je država Švicarska protiv muslimana. Und nur ein Fehler dieses Landes ist kein Grund zu denken, dass dieses Land feindselig uns, den Muslimen, gegenüber steht. Mi vjerujemo da će Švicarska država promijeniti odluku o izgradnji munara za džamije. Wir denken, dass die Schweiz ihre Entscheidung über das Bauen der Minarette ändern wird. Prvo zbog sebe, a potom zbog muslimana. Als erstes aufgrund eigenes Nutzens und dann aufgrund der Muslime. Država Švicarska je u svijetu poznata kao idealna država slobode. Die Schweiz ist in der Welt allgemein bekannt als das Land der Freiheit. Ja je kao takvu poznajem. Ich kenne dieses Land nur als solches. Ja vjerujem da će ona brzo očistiti fleku ove pogrešne odluke. Ich glaube daran, dass sie diesen Fleck dieser falschen Entscheidung über das Minarett schnell säubern werden. Jer zabrana izgradnje munara. Zabrana izgradnje munara ne dolikuje švicarskoj državi. Denn das Verbot der Minarette, das entspricht nicht dem Bild der Schweiz. I ona ima pravo na grešku. Auch sie haben das Recht, Fehler zu machen. Ali ima pravo i da ispravi grešku. Aber genauso haben sie das Recht, diesen Fehler wieder gut zu machen. Mi razumijemo njihovu grešku. Wir verstehen ihren Fehler. Ali podržavamo da isprave grešku. Aber wir unterstützen sie auch dabei, diesen Fehler wieder gut zu machen. I u to čvrsto vjerujemo. Und wir glauben fest daran. Samo ko ne poznaje islam, on je protiv islama. Nur wer den Islam nicht kennt, ist gegen den Islam. Onaj ko upoznaje islam, on će ga ili prihvatiti, ili voljeti, ili poštovati. Denn der, der den Islam kennenlernt, wird ihn entweder annehmen, oder gern haben, oder mit Respekt ihm gegenüber treten. Ali je zato jako važno kako mi predstavljamo islam. Deswegen ist es sehr wichtig, wie wir den Islam vorstellen. Zato je izuzetna odgovornost naša da predstavimo islam na pravi način. Deswegen ist es eine außergewöhnliche Pflicht für uns, den Islam auf die richtige Art und Weise zu präsentieren. Nažalost, postoje neki koji krivo predstavljaju islam. Leider gibt es solche, die den Islam falsch darstellen. Islam je vjera istine. Der Islam ist der Glauben der Wahrheit. Vjera argumenta. Der Glaube der Argumentationen. Istini nije potrebna sila. Die Wahrheit braucht die Gewalt nicht. Zato je pogrešno predstavljati islam silom. Deswegen ist es falsch, den Islam mit Gewalt zu präsentieren. Nije dozvoljeno nametati islam silom. Es ist nicht erlaubt, jemanden zum Islam zu zwingen und ihn anzuzwingen. Neistini je potrebna sila. Der Wahrheit ist die Gewalt nicht nötig. Jer onaj koji nema argumenta, on poseže za argumentom sile. Denn derjenige, der keine Argumente hat, der versucht sie mit Gewalt zu argumentieren. Islam ima istinu argument i ne treba mu sila. Der Islam hat die Wahrheit als Argument und er braucht keine Gewalt. Zato ne postoji islamski terorizam. Deswegen gibt es keinen islamischen Terrorismus. Terrorizam je zlo i bolest. Der Terrorismus ist etwas Schlechtes. Ma koga činio, to ne pripada islamu. Wer immer ihn ausführt und das tut, das passt nicht zum Islam. Mi smo protiv terorizma. Wir sind gegen den Terrorismus. A posebno smo protiv da se povezuju islam i terorizam. Und
Wir sind speziell dagegen, dass man den Islam und den Terrorismus zusammen verbindet. Zato, braćo i sestre, zbog pokušaja da se islamu poturi terorizam, mi ne osjećamo potrebu da se pravdamo. Deswegen, wegen des Versuchs, den Islam als Terrorismus darzustellen, haben wir es nicht nötig, uns zu rechtfertigen. Svako ko učini zlo i nasilje mora odgovarati. Jeder, der Schlechtes und Gewalt tut, muss dafür gerade stehen. A ono o čemu uči naš Islam i ono što je gajila naša civilizacija kroz historiju, ničega nemamo da se stidimo. Und das, was uns der Islam beigebracht hat und uns durch die Zivilisation beigebracht hat, es hat nichts in dem, wofür wir uns schämen müssen. Zato budite ponosni što ste muslimani. Deswegen seid stolz darauf, Muslime zu sein. Zahvalite svevišem gospodaru na uputi. Bedankt euch bei dem allmächtigen Allah für die Rechtleitung. Zahvalite mu što vas je spojio tako različite, ali tako slične sa svojim uvjerenjem. Seid Allah dankbar, dass er euch vereint hat, mit vielleicht aus auch verschiedenen, aber trotzdem sehr ähnlichen Überzeugungen. Kako je divno vidjeti na jednom mjestu i domicilne Švajcarce, i muslimane sa Balkana, i iz Afrike, i iz Azije, a svi se zajedno drže Allahovog užeta. Es ist wahrlich schön, auf einem Fleck Muslime zu sehen aus allen Teilen, aus dem Balkan, aus Afrika und anderen Teilen dieser Erde. To je velika vrijednost. Das ist eine große Gabe und ein großer Wert. Ali znajte svi, a posebno muslimani koji su doselili u Švicarsku, budite zahvalni i prema državi koja vas je ovdje primila. Aber wisst auch, die Muslime, die aufgenommen wurden in diesem Land, seid diesem Land dankbar, dass es euch aufgenommen hat. Ona vas je primila kad vam je bilo teško. Sie haben euch aufgenommen, als ihr es schwer hattet. Onaj ko ne zahvaljuje ljudima, nije zahvalan ni gospodaru. Der dem Volk nicht dankbar ist, ist auch dem allmächtigen Herrn nicht dankbar. To je naš edeb, naš odgoj, i to je naš put. Das ist unser Benehmen, das ist so, wie wir erzogen wurden. Da na dobro uzvratimo dobrim, dass wir auf Gutes nur mit Gutem antworten, a da se protiv zla svi zajedno borimo. Und dass wir gegen das Schlechte alle zusammen kämpfen. Posebno me raduje vaš program jedinstva. Ich bin speziell erstaunt über euer Programm der Zusammengehörigkeit. Zato što želite da ujedinite sve muslimane u Švicarskoj bez obzira na etničku pripadnost. Das ist, weil ihr alle Muslime vereinen wollt, unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit und ihrer Herkunft. To je veličanstven poziv i to je suština Islama. Das ist ein großer Ruf und das ist der Kern des Islam. I samo ako zajedno budete, uspećete. Und nur wenn ihr zusammen bleibt, werdet ihr erfolgreich sein. Ako budete podijeljeni, teško ćete uspjeti. Wenn ihr euch teilt und geteilt seid, werdet ihr es schwer haben und es wird nicht gelingen. Zato budite okupljeni oko vjere Islama i pokorni svevišem gospodaru svjetova. Deswegen seid vereint im Islam und seid niederwürfig dem Allah, dem allmächtigen Allah gegenüber. Ali znajte da se visoki ciljevi ne ostvaruju lahko. Aber wisst, dass große Ziele nicht schnell verwirklicht werden. Zato morate uložiti i svoj trud i svoj novac. Deswegen müsst ihr eure Mühe einsetzen, euch bemühen, wie auch euer Hab und Gut. Vaša svakodnevna borba
da nahranite sebe i svoje porodice jeste vaša obaveza. Euer alltäglicher Kampf, dass ihr eure Familien ernährt, ist eure Pflicht. Ali ako ne budete uspjeli da sačuvate vašu djecu u svojoj vjeri i kulturi, niste uspjeli u životu. Aber wenn ihr es nicht schafft, eure Kinder in eurer Religion und Kultur zu erziehen, dann habt ihr es im Leben nicht geschafft. Ako izgubite vašu djecu, niste srećni ljudi. Wenn ihr eure Kinder verliert, seid ihr wahrlich nicht glücklich. Kao što izdvajate za njihovu hranu i odjeću, morate izdvojiti za svoju i njihovu vjeru. Wie ihr für ihre Ernährung, wie auch ihre Kleider ausgibt, müsst ihr auch für eure Religion ausgeben. I samo ono što izdvojite na Božjeme putu, to će biti vaša sreća na budućem svijetu. Und nur das, was ihr auf Allahs Weg einteilt, das wird euer Glück in der nächsten Welt sein. Sve što potrošite za svoje potrebe, to će nestati. Alles, was ihr für eure Bedürfnisse ausgibt, dem wird einmal ein Ende kommen. A što utrošite na putu svevišnjeg Allaha Đalešanuhu, to će vam donijeti trajnu sreću. Und was ihr auf Allahs, dem Allmächtigen, Weg ausgibt, das wird euch die ewige Glückseligkeit bringen. U tom smislu molim uzvišenog Allaha da vam podari svako dobro. In diesem Sinn bitte ich den Allmächtigen Allah, dass er euch nur Gutes gibt. Da vas uputi na pravi put. Dass er euch die Rechtleitung gibt. Da vam pomogne da podignete vaše porodice i vašu djecu da budu pravi vjernici i pravi ljudi. Dass Allah euch hilft, eure Kinder als richtige Muslime und richtige Menschen aufzuziehen. Dajte vašoj djeci dvije stvari. Gebt euren Kindern zwei Sachen. Dajte im dobar odgoj i vjeru. Gebt ihnen eine gute Erziehung und den Glauben. Pored vjerskog odgoja dajte im i znanje. Neben der Erziehung im Glauben gebt ihnen auch allgemeines Wissen. Ako odgojite vašu djecu u islamu, oni će biti dobri ljudi. Wenn ihr eure Kinder im Islam aufzieht, werden sie wahrlich gute Leute werden. I neće vas osramotiti ni ovoga ni budućega svijeta. Und sie werden euch nicht auf dieser wie auf der nächsten Welt beschämen und beschmutzen. Ako im podarite školu i znanje, wenn ihr ihnen eine Ausbildung und das Wissen gebt, oni će biti slobodni ljudi, werden sie dann wahrlich erst freie Leute sein. Neznanje je mrak, ohne in der Finsternis zu sein. Onaj ko ne zna, nije slobodan čovjek. Das Unwissen ist die Finsternis, der nicht weiß, ist kein freier Mann. Neznanjem se sprovodi ropstvo nad ljudima. Mit dem Unwissen wird man nur Sklave der Menschen. A znanje je svjetlo slobode. Und das Wissen ist das Licht der Freiheit. Zato ne zaboravite. Deswegen vergiss nicht. Ono što vi niste uspjeli u svojoj mladosti. Das, was ihr in eurer Jugend nicht geschafft habt, dajte vašoj djeci. Gebt euren Kindern. Vjeru i znanje. Den Glauben und das Wissen. Molim uzvišenog gospodara da ovaj skup obaspe bereketom. Ich bitte den Allmächtigen Allah, dass er diese Versammlung Baraka gibt und Segen gibt. I da vam pomogne da uspijete u svojim planovima. Und dass er euch hilft, in euren Vornehmungen erfolgreich zu sein. I molim njega svevišnjeg da nam pomogne da se drugi puta vidimo i u Cirihu, i u St. Galenu, i u Ženevi. Und ich bitte ihn, dass er es das nächste Mal ermöglicht, dass wir uns auch in anderen Städten wie Zürich, St. Gallen und so weiter sehen. Ali i u Parizu, i u Berlinu, i u Londonu. Aber auch in Städten wie Paris, Berlin oder London. Ali i u Sarajevu, u Novom Pazaru, i u Istanbulu. Aber auch
in Sarajevo, in Novi Pazar und in Istanbul. U Kairu, ako Bog da. Und auch in Kairo, inshallah. A u Mekki svake godine, inshallah. Und in Mekka jedes Jahr, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.